Ich begrüße Sie jetzt zu dieser Lerneinheit über die methodische Vorgehensweise beim Codieren. Ich kann natürlich jetzt hier nicht ein ganzes Seminar oder Seminareinheiten zum Codieren ersetzen. Ich erzähle jetzt einfach mal ein paar Dinge, auf die man vielleicht achten sollte oder auch eben gerade in Bezug auf Software, auf um was es denn jetzt hier eigentlich geht, bevor ich Ihnen dann an Beispielen in Atlas ein paar Codiersysteme zeige und da auch erläutere, wie ein Codierschema entstehen kann, wie das aussieht, wie das in Atlas nach meinen Empfehlungen strukturieren sein sollte, damit man danach gut mitarbeiten kann. Für Atlas ist ein Code ein Code. Und Sie müssen diesem Code jetzt irgendeine Bedeutung geben, natürlich auch durch den Namen, aber man hat ja unterschiedliche Ebenen von Codes. Und je nachdem, auch mit welchem methodischen Ansatz man arbeitet, dann heißt das eben Kategorie und Eigenschaft und Dimension, das wäre jetzt Ground Theory, oder es ist einfach Kategorie und Subkategorie oder Ober- und Unterbegriff, wie auch immer. Also das legen Sie für sich fest und auch halten sich dann an diese Terminologie, die benutzt wird mit dem methodischen Ansatz, mit dem Sie arbeiten. Was Sie jetzt hier mit der Software machen können, ist ja nicht unbedingt, man versucht natürlich seinen methodischen Ansatz dort auch, dass er sich dort widerspiegelt, aber die Software ist jetzt da, Ihre Daten zu organisieren und zu strukturieren. Es ist ein Werkzeug, das Ihnen hilft, Ihre Gedanken zu sortieren, Ihnen hilft, nachher Abfragen stellen zu können. Und der Aufbau des Codiersystems hat schon etwas damit zu tun, wie ich nachher Abfragen stelle oder eben auch nicht stellen kann, weil ich eben entsprechend so codiert habe, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Sie werden noch nicht am Anfang gleich perfekt sein. Es kommt auch darauf an, wie viel Codiererfahrung Sie vielleicht schon von der Arbeit mit dem Papier mitbringen oder von anderer Software, wie lange Sie schon wissenschaftlich arbeiten, wie lange Sie schon Erfahrung haben, auch mit konzeptionell zu denken, in abstrakten Begriffen zu denken, weil das ist schon auch eine Fähigkeit, die man entweder schon hat oder sich im Laufe der Zeit dann aneignet. Es ist schon ein Übungsprozess, das hinzubekommen mit dem Codieren. Letztendlich sollte der Code nämlich nicht nur beschreiben bleiben, was ja gerade steht in der Textstelle, sonst haben wir nachher das Phänomen mit 1000 oder noch mehr Codes. Ich erkläre Leute das dann nachher noch auch ein Beispiel, warum das keine gute Idee ist und wie man eine Codierliste hinbekommt, die relativ brauchbar ist. Ja, ich denke, jetzt gehen wir dann mal zum Programm, wo ich Ihnen dann zeige, wie sowas entsteht. Ich habe jetzt mal hier ein paar Projekte für Sie vorbereitet. Das sind ja zwei englische Codes, demonstrieren aber vielleicht ganz schön, wie so ein Projekt sich entwickelt, weil ich nämlich hier mal wirklich das abgespeichert habe. Ich habe es mal First Cycle Coding genannt, also wenn man die Daten einfach mal durchgeht, codiert, was einem so einfällt, mit In-Vivo-Codes irgendwas aufsammelt, das ist jetzt dieses Projekt mit diesen Daten über die Financial Crisis, das wurde codiert für eine Tagung, das war so ein kleines Experiment, wo verschiedene Leute Daten aus dem gleichen Datensatz mit verschiedenen Programmen codiert haben, ich eben mit Atlas, andere mit In-Vivo, MaxCodeA und Transada und ein paar andere Programme waren da noch dabei, um halt mal zu gucken, kommen wir zu ähnlichen Ergebnissen. Und wir haben durch den großen Datensatz nicht alle mit den gleichen Daten gearbeitet, aber es war dann schon auch ganz interessant, die Überschneidung zu sehen. Also das ist nicht, es ging ja um die Frage, ob die Software die Analyse beeinflusst. Und meine Antwort wäre so generell, also wenn man mit dem Verfahren arbeitet, das ich Ihnen jetzt auch beibringe, wie man Daten strukturiert und organisiert und das dann auch überträgt auf ein anderes Programm, wird man sicherlich dann auch sehr ähnlich arbeiten und auf andere Ideen kommen. Was jetzt hier vielleicht anders ist in Atlas als in anderen Programmen, ist die Möglichkeit, sehr frei zu codieren. Ich öffne jetzt mal hier den Code Manager. Und vielleicht auch mal hier so ein Dokument. Manche sind nicht so viel codiert, weil da nicht so viel Interessantes drin war, wie zum Beispiel dieses Dokument.
hier eine Audiodatei mit kodiert. Also hier haben wir auch mit verschiedenen Datentypen und Formaten gearbeitet. Und naja, hier habe ich erstmal ganz viele Konsequenzen aufgesammelt, wie man hier jetzt sieht. Also das ist hier ein Code, der hier auch sehr stark benutzt wurde zum Codieren, 26 Mal, wie man jetzt hier an dieser Liste sieht. Andere Codes wurden nur einmal vergeben oder zweimal vergeben. Also es gibt hier einige Codes, die eine sehr geringe Häufigkeit haben und eine, wie diese Consequences of Financial Crisis. Das ist so ein Code, wo ich jetzt mal ganz viele Dinge gesammelt habe. Hier geht es um die Konsequenzen. Wir werden nachher im zweiten Stadium des Codierens sehen, dass diese dann ausdifferenziert wurden. Das ist jetzt erstmal eine große Kategorie, wo Ideen gesammelt wurden. Vielleicht erinnern Sie sich an dieses NCT-Modell oder beziehungsweise können Sie sich ja noch anschauen, das Modell der qualitativen Datenanalyse, wo ich Analyse mit dem Spielen eines Puzzles verglichen habe. Und das wäre jetzt so ein Fall, wo man wirklich sagt, wir sammeln jetzt einfach mal alles auf so einen Haufen, das sieht irgendwie aus wie ein Thema und schauen uns das nachher an, differenzieren und gucken, wie passen jetzt die Teile unseres Puzzles zusammen. Und andere Dinge wurden einfach mal so als interessant herausgegriffen, also die Puzzlesteine zunächst mal erzeugt, um dann halt zu gucken in einem zweiten Schritt, wo passt da was zusammen, wie kann ich was auf die konzeptionelle Ebene bringen und zusammenzufassen. Es sind hier 78 Codes entstanden, das sind nachher auch ungefähr die gleiche Anzahl, obwohl die Liste dann viel strukturierter aussieht. Also hier sind ist erstmal eine erste Ideensammlung. Also man geht durch, man liest seine Interviews durch, seine Texte durch. Und natürlich hier ein bisschen größer, als es jetzt hier angezeigt ist. Also das ist ja auch ohne Probleme möglich. Und sammelt erstmal Ideen. Und jetzt habe ich ja nachher den Atlas, um diese Ideen aufzugreifen, anzuklicken und mir Gedanken zu machen, wie ich jetzt diese Liste strukturiere. Klar habe ich dann während des Codierens kommen ja schon Ideen, wie ich was strukturieren und aufbauen kann. Also Atlas bietet diese lineare Liste und dann ist halt die nächste Frage, okay, wie kriege ich denn jetzt hier eine Organisation und eine Struktur in meine Liste hinein? Andere Programme haben sofort so eine Baumstruktur. Und da hat man dann, ist es dann oft so, obwohl man auch linear kodieren könnte, dass man sofort sein Zeug in Ober- und Unterkategorien einsortiert. So vielleicht auch schon zu vorschnell irgendwas anfängt zu sortieren, bevor man so einen generellen Überblick hat, was denn da jetzt so eigentlich passiert. Ich gehe mal zu dem zweiten Stadium des Projekts. Und jetzt sehen Sie hier, wie ich das gemacht habe. Zum einen habe ich jetzt hier natürlich ein bisschen mit den Farben gespielt und zum anderen mit solchen Vorsilben. Da bin ich nicht alleine drauf gekommen, das habe ich irgendwann mal bei irgendeinem Projekt. Das war so ein Marktforschungsprojekt, da ging es immer um Verpackung. Also auf Englisch war das Packaging. Also habe ich dann gedacht, da schreibe ich es immer P davor. Immer wenn es so um Verpackungsmerkmale, Handhabung, Farbe, Material und solche Dinge gibt, dann machst du da ein P vor und dann hast du alles, was zur Verpackung gehört, eben unter diesem Buchstaben gesammelt. Und auf diese Idee kommen alle Atlas-Nutzer irgendwann mal. Man ist ja vernetzt über das Internet und früher E-Mail-Listen und so weiter, heute Foren. Und wenn dann mal so eine Frage kommt, wie strukturiere ich denn so eine Liste in Atlas, dann kommt da also immer irgendwo dann auch die Empfehlung, entweder mit Zahlen, da zeige ich Ihnen auch gleich ein Beispiel, oder eben mit solchen Vorsilben. Ich sage extra Vorsilben, weil wenn Sie jedes Mal Konsequenzen davor schreiben würden, dann hätten Sie ziemlich lange Codes und die würden auch sehr viel Platz einnehmen. Das kann man hier in der 6er-Version dann auch mit Farben arbeiten. Man hat natürlich viele Farben zur Verfügung, aber alle sind jetzt nicht sonderlich, also gelb zum Beispiel sieht man fast gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt über den Bildschirm rüberkommt, ob man hier sowas wie orange sieht, bleibe ich mal hier bei einer vielleicht eher dunklen Farbe. Also hier ist jetzt alles gesammelt, was zum Beispiel unter Erklärungen und Begründungen gehört. Und wir hatten vorhin eben die Konsequenzen. Und vielleicht ganz kurz zur Navigation der Codeliste. Ich habe jetzt hier einfach auf den Buchstaben C gedrückt und ich springe jetzt zu dem ersten Code, der mit C beginnt. Ich kann auch mehrere Buchstaben auf einmal klicken. Wir hatten vorhin in dem ersten, in der First Cycle Coding in diesem Projekt,
hatte ich dort 26 Zitate gesammelt. Und Sie sehen, die sind jetzt hier alle ausdifferenziert. Die Häufigkeiten sind hier alle noch nicht sehr hoch, es sind 10 oder 10 Dokumente kodiert, also eher erstmal eine kleine Auswahl an Datenmaterial. Das Gleiche würde ich Ihnen aber auch empfehlen für Ihre Datenanalyse. Kodieren Sie nicht erstmal alle Ihre 20 Interviews oder Dokumente oder was auch immer Sie haben, mal so grob durch, wie ich das jetzt in einem ersten Stadium gemacht habe, sondern wählen Sie sich Dokumente aus. Vielleicht wählen Sie auch den Ansatz, dass Sie erst ein paar Dokumente oder erst ein paar Daten sammeln, schon anfangen mit dem Kodieren, mit dem Analysieren, bevor dann die nächsten Daten gesammelt werden und man später zu diesem theoretischen Sampling übergeht, wo man ganz spezifisch nur Daten einsammelt, was unter anderem natürlich mit der Ground Theory zu tun hat, aber auch bei anderen methodischen Ansätzen wird es empfohlen, finde ich grundsätzlich auch ein sehr empfehlenswertes Verfahren, dass man nicht erst alle Daten sammelt und dann mit der Analyse beginnt, sondern wirklich schon früher anfängt mit dem Kodieren, dass man nachher auch weiß, was man noch für Daten erheben kann und was noch fehlt. Man kann also hier auch anhand von 10 Dokumenten schon unter Kategorien ausarbeiten. Wie Sie jetzt hier sehen, die Häufigkeiten, wie gesagt, sind hier noch sehr gering, aber mit denen kann ich jetzt arbeiten. Jetzt kann ich also, wenn ich jetzt neue Dokumente kodiere, kann ich jetzt schon diese Unterkategorien anwenden und muss nicht nachher nochmal über alle Dokumente gehen.